auf den Sack gehen. Aber was soll man machen? Ohne Creeper wäre es ja auch irgendwie langweilig, oder? Meint er nicht? So, zack, fertig. Ich weiß, es ist andere Musik jetzt und passt nicht zu meinem Zelda-Dingen, aber egal. Ja, also Horrormusik mit ein bisschen Zelda, das ist doch auch mal was. Das müsste man aber im Übrigen echt mal ausprobieren, ob das irgendwie wirken werde, wenn man diese alte Musik über andere Musik überspielt, wie sich das anhört. So, jetzt hätte ich gerne erstmal eine unendliche Wasserquelle. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das geht, aber ich probiere es mal aus. Bin ich jetzt da noch? So. Ja, jetzt habe ich eine unendliche Wasserquelle. Wonderful, wo ist mein... Hier ist meine Leiter. Und zwar muss ich da aber noch da eine machen. So, und jetzt müssen wir überlegen. Wir müssen vorher überlegen, bevor ich tue. Ja, und zwar, alles klar, Leute, wir können das Wasser doch noch nicht reinmachen. Wir müssen erstmal was machen. Und zwar wollte ich das hier alles aus Cleanstone haben. Man sieht es zwar unter Wasser... Ja doch, man sieht es schon unter Wasser, wenn man da unter Wasser halt schwimmt. Man sieht es nicht so direkt, aber ich bin ein Mensch, der muss alles wirklich, das muss auch so stimmen, wenn ich es schon so mache, muss es auch so stimmen. Aber dass wir das hier überhaupt machen können, müssen wir natürlich noch Cleanstone brennen. Und das habe ich natürlich vergessen. Den geben wir auch nochmal eben brennen. Also es ist hier viel hin und her, wie ihr seht. Ja, man muss viel machen, aber dafür wird es am Ende echt episch. Also ich glaube zumindest, dass es richtig episch wird. Ich finde, der Raum sieht jetzt schon episch auch aus, auch wenn die feinen Details noch nicht gemacht sind. Und überlegt euch mal, wenn wir dann hier irgendwie so in 100 Folgen diesen kompletten ersten kleinen Dungeon da stehen haben, wie das Ganze dann erstmal aussieht, Leute. Ich sag euch, dann wirkt es edel. Aber das wäre, glaube ich, eine ganz sinnvolle Sache. So wie ich das sehe, kommen wir mit einem Ofen hier nicht wirklich weit. Deswegen bauen wir doch gleich einen zweiten hinten dran. Und Kohle haben wir... Doch, wir haben... Wir haben nur noch einen ganzen Stack Kohle. Was soll denn der Quatsch? Hier, hau rein. So, alles klar. Dann können wir jetzt aber wieder runtergehen. Und jetzt können wir dann schnell das da abbauen. Und dann können wir, wenn wir damit fertig sind, wahrscheinlich oben den fertigen Cleanstone abholen, wenn die Entfernung nicht zu groß ist. Kann natürlich auch sein, dass die Entfernung viel, viel zu groß ist. Glaube ich aber nicht. Mit dem Eisen hat es ja auch geklappt. Und dann, Leute, können wir endlich das Wasser zu lassen. Oder wie Valorio, lassen Sie doch bitte die Ente zu Wasser. Ja, und er möchte die Ente aber nicht zu Wasser lassen. Aber er möchte, dass die Ente zu Wasser gelassen wird. So, und ganz oben braucht man nicht abbauen. Da kommt eh Dirt hin. Hier ist schon Cleanstone. Ja, so, dann machen wir das nämlich hier ganz schön. Und sieht das doch auch alles schön aus. Das Eisen hier, das nehme ich mir aber noch mit. Weil Eisen, ja, Eisen ist ein Gut, was in Minecraft wirklich braucht. Alter, GLP, wo kommst du denn her? Wer willst du denn, Alter? Hast du mich gerade erschrocken? Ja, hier ist es viel zu dunkel drin, aber davon wird der Dungeon auch leben, dass es dunkel ist, Leute. In dem Dungeon wird es dunkel bleiben. Also nicht so dunkel, wie es jetzt ist, ja doch so in der Helle. Weil ich sag mal, ist ja behindert, ne? Ich kann ja nicht einen Dungeon machen, wo es irgendwie taghell ist. Das ist ja auch irgendwie dumm. So, wie gesagt, das Eisen nehmen wir uns mit, das brauchen wir immer wieder. Und es sind wirklich eine Menge Eisenhacken draufgegangen hier. Das kann ich euch versprechen oder sagen. So, das ist so alles schon mal wunderbar. Hier seht ihr, ist doch schon gar nicht mehr so viel, was wir hier abbauen müssen. Ist doch der größte Teil. Ist schon abgebaut. Zack. So, hier ist sogar schon überall Cleanstone. Hier ist ein bisschen Dirt. Da ist auch nicht mehr viel, was da fehlt. Deswegen müssten wir mit den zwei Stacks eigentlich auch locker hinkommen, würde ich jetzt mal schätzen. So. Ja, bis da ist sogar bis oben hin Cleanstone. Muss ich mal kurz hier, ne, schön alles mitnehmen. So, jetzt habe ich das weggemacht. Das, die Ecke bleibt so. Und da haben wir es doch schon, Leute. Guckt mal, sauber, super schnell. Außer hier, das Eisen nehme ich mir nun wirklich noch mit. Auf jeden Fall. Und den Redstone nehme ich mir auch mit. Falls ihr, das weiß ich ja jetzt in der Aufnahme noch nicht, nehme ich da... Fuck dich! Alter Schwede! Alter! Alter, geht mir die Pumpe. Hab ich mich erschrocken. Ach du Scheiße, war das knapp. Oh, ich werde ohnmächtig, Leute. What the fuck? What the fuck, ey? Ohne Scheiß, Leute, wer von euch hätte damit gerechnet, dass da jetzt absolut fucking Lava drunter ist?
Hab ich ein Schwein gehabt. Überlegt mal, alles, was ich jetzt im Inventory hätte, wäre weg. Hab ich ein Glück gehabt, dass ich die Wassereimer mit hatte. Scheiße, ey. Boah, das ist eine ähnliche Situation jetzt gerade wie mit dem Creeper, der mich da das eine Mal so übelst überrascht hat. Ey, ohne Scheiß, ich bin gerade voll platt, ja. Oh, und das ist doch immer das Schöne in dem Let's Play. Man hat immer mal interaktive Überraschungen dabei, Leute. So, und während das jetzt da irgendwie noch brennt, können wir nochmal kurz ein bisschen Dirt farmen gehen. Es sei denn, Creeper überrascht uns wieder. Meine Feier, wie mein Trainer sagen würde. Meine Feier. Das ist doch echt nicht mehr feierlich. So, wir können hier schon mal einläuten, so die Bäume in ein bisschen anderen Ambiente hier so ein bisschen zu machen, ne, damit die so ein bisschen hier auf so Vierer-Dingern stehen. Aber das war jetzt echt ein Schrecken, Leute. Ich meine, wer rechnet denn damit, dass man dann da erstmal in die Lava fällt? Ey, mein Gott. Und dann stehe ich aber auch noch auf dem Block drauf. Ist natürlich dumm, den so abzubauen. Das werde ich mir natürlich für die Zukunft auch merken. Aber ist ja alles nochmal gut gegangen. Hier habe ich Skill bewiesen. Der Allrounder, wer mich unter dem Namen hier aus dem LP Together kennt, der Allrounder hat alles dabei gehabt, Leute. Und so ist die Situation oder das Ganze glimpflich verlaufen. Puh, Glück gehabt, würde ich nochmal sagen. So, was haben wir jetzt hier, Leute? Jetzt haben wir keine Hacke mehr. Die können wir, oder was heißt Hacke? Keine Schaufel mehr. Die können wir uns jetzt hier aber nochmal schön craften. Wundervoll, wonderfully. Bams, crafte mir Dinge rein in den Opa. Yo. Und jetzt machen wir das nochmal. Und das müsste dann aber auch reichen, würde ich mal denken. Erstmal für das Cleanstone, für den Dirt, also an Dirt wird es wahrscheinlich nicht reichen. Aber wir gucken uns das Ganze erstmal an aus der Nähe, wie es von unten aussieht und was unten alles sagt. Und dann können wir hoffentlich endlich mal das Wasser machen. Ey, wir haben schon wieder hier Ende des zweiten Parts jetzt gleich. Wirklich, es dauert unglaublich lang hier in Minecraft. Aber es ist eben so, ne? Dadurch, dass ich nur die 10 Minuten Folgen habe durch den verlängerten Upload hier, ist das natürlich... Ach, guck mal, wir haben hier gleich einen Block-Chunk-Spawner. Das ist auch mal wunderbar. Habe ich noch ein Schwert dabei? Nein, habe ich nicht. Schade, da muss ich wieder meine Schippe erhalten. So, Ahmed, wonderful. Ach the fuck. Ah, wie sehen die denn aus? Guckt euch die mal an. Wartet. So, jetzt muss ich die aber mit der Hand kaputt machen, weil die ja Slimes geben. Und dann, die können wir nämlich gut gebrauchen für Sticky Pistons irgendwann. Habt ihr gesehen, wie geil die aussahen da mit ihrem overcrossen, mega crossen Grinsen und so. So, Cleanstone. Ich hätte eigentlich die Öfen auch hier unten hinstellen können, fällt mir gerade mal so ein. Ja, es wird wahrscheinlich nicht reichen, ne? Ja, toll. Ich habe gedacht, das würde reichen, aber nein. Oder doch? Oder doch, Leute? Oder doch? 36, reicht das für das, was wir hier haben? Knapp, na, einen verbaut. Das ist ärgerlich. In so einer Situation auch noch welche zu verbauen, ist natürlich schon eine ärgerliche Geschichte. Ach, the fuck, das könnte knapp werden. Ne? Ne? Es reicht, Leute! So wie es aussieht, reicht es. Oh, ne, hier. Au. So, und... Alter, ich habe genau gar keinen Cleanstone mehr. Und es reicht. Wonderful. So, dann können wir doch jetzt hier schon mal anfangen mit ein bisschen Wasser, oder? So. Ja, ihr seht schon, das wird jetzt eine längere Angelegenheit, bis wir das alles gemanagt haben. So. Eigentlich brauche ich viel, viel mehr Eiseneimer. Aua. Ja, ich meine, das kann man ja jetzt eigentlich hier nicht alles so machen. Also da muss man ja hier so immer so schrittweise auffüllen, damit auch alles wirklich gleichmäßig aussieht. Ich will möglichst keine großen Wirbel irgendwie da drin haben. Das fände ich nicht so geil. So. 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 Hopp. Deswegen müssen wir jetzt gucken, dass wir das hier halt irgendwie so ein bisschen alles gleichmäßig auffüllen. Damit das hinterher auch richtig schön gut aussieht. Aber nö, also ich bin bisher, muss ich euch ganz ehrlich sagen, wirklich schon sehr zufrieden hier mit dem Raum. Also da hätte ich gar nicht gedacht, dass es so gut am Ende aussieht. Ich meine, wir haben es ja noch nicht am Ende, das sei nochmal dazu gesagt. Aber dass es bisher schon so gut wird, das hätte ich ehrlich gesagt schon gar nicht gedacht, dass es so gut wird. So, aber bisher, wirklich, ich finde, man kann sich nicht beschweren.
Ihr könnt mir schon mal hier jetzt am Anfang dieses Parts in die Kommentare schreiben, wie ihr den Raum bisher findet. Meint ihr, das wird Lufia hier so ein bisschen gerecht, oder meint ihr, nee, das... Ach, hier haben wir noch zwei. Okay. Okay, Leute, etwas völlig Bescheuertes, aber ich bin... Nee, ich muss... Wenn ich das schon richtig mache, dann will ich das auch richtig machen, ohne Scheiß. Und wir machen das jetzt auch so. Ihr haltet mich wahrscheinlich jetzt für den gestörtesten Typen aller Zeiten, aber das ist mir relativ egal. So, wir brennen das jetzt. Ich will das wirklich komplett so haben, dass alles so ist, wie es ist. So. Und jetzt komm schon. Da haben wir den ersten Stone, den können wir da einsetzen. Und jetzt müssen wir nur auf den zweiten warten. Und wenn der fertig ist, dann haben wir es auch. Yeah, hey. Yo, ho. Yeah, yeah, hey, yo. Oh, so, jetzt kannst du abbauen. Alles gut, alles wunderbar. So. Und jetzt müssen wir hier gucken, dass wir das hier schön bauen. Hopp. Und hopp. So, und dann weiß ich...